Eigentlich sind Finanzminister nüchterne Zahlenmenschen, die fernab des Rampenlichts ihr Tageswerk verrichten. Doch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise schlüpften gerade diese Wächter über die öffentlichen Finanzen in die Rolle der Retter ganzer Volkswirtschaften. Zumindest auf kurze Sicht gebührt Olaf Scholz und seinen internationalen Amtskollegen also Anerkennung und Dank. Doch es stellt sich die Frage, welche Risiken sich aus den stark gestiegenen Staatsschulden infolge der umfangreichen Rettungspakete ergeben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research Direkt. Die Shutdowns ganzer Volkswirtschaften rund um den Globus auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr waren eine kostspielige Angelegenheit. Der einzige Player, der überhaupt in Frage kam, einen wirtschaftlichen Schock von dieser Größenordnung zu absorbieren, war der Staat. Und weil auch der politische Wille zur Vermeidung einer humanitären und medizinischen Katastrophe gegeben war, kam es zu dieser bemerkenswerten Entscheidung, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in weiten Teilen der Welt herunterzufahren. Der Internationale Währungsfonds hat bereits im Juni die Kosten der weltweiten fiskalischen Rettungsaktion auf ca. 11 Billionen US-Dollar beziffert, Tendenz stark steigend. Bezogen auf die globale Wirtschaftsleistung wird die Gesamtverschuldung aller Staaten in diesem Jahr über 100% springen, der höchste Stand in der Geschichte. Der IWF hebt sogar ausdrücklich hervor, dass noch weitere Fiskalpakete vonnöten sein werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzuschwächen. Die in vielen Ländern gleichzeitig rasant steigende Staatsverschuldung wirft eine ganze Reihe von spannenden Fragen auf. Für die Finanzmärkte stehen insbesondere die beiden Aspekte nachhaltige Schuldentragfähigkeit und weitere Renditeentwicklung im Vordergrund. Da viele Staaten infolge der Corona-Krise gleichzeitig einen hohen Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln haben, droht aufgrund von Rekordemissionen kurzfristig ein Überangebot auf dem Markt für Staatsanleihen. Dieses Ungleichgewicht könnte die Renditen nennenswert steigen lassen. Wir denken aber, dass die Papiere hochbonitärer Staaten unbeschadet durch diese Übergangsphase kommen werden. Dabei dürften insbesondere deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen von der hohen Nachfrage nach sogenannten sicheren Häfen profitieren. Aber auch Staatsanleihen, die entweder von einem Zentralbankkaufprogramm oder einem Rettungsschirm von IWF oder Weltbank profitieren, dürften glimpflich durch diese Marktphase kommen. Stichwort Schuldentragfähigkeit. Die stark gestiegene Staatsverschuldung in vielen Ländern erhöht zwar generell die Finanzstabilitätsrisiken, weil bei Fälligkeit immer höhere Schuldenbeträge finanziert werden müssen. Pauschal von einer tickenden Schuldenbombe zu sprechen, halten wir allerdings für unangebracht. Denn angesichts des fortbestehenden Niedrigzinsumfeldes und der uneingeschränkten Unterstützung der Zentralbanken lässt sich auch eine deutlich höhere Verschuldung tragen. Sogar bei niedrigem Wachstum und niedriger Inflation. Gerade deshalb erwarten wir auch mittel- bis langfristig keinen Rückgang der Staatsschulden auf Vorkrisenniveaus. Dazu kommen überzeugende politökonomische Argumente. Denn im Gegensatz zur Euro-Staatsschuldenkrise lässt sich heute nur schwerlich ein Ökonom finden, der zur Überwindung der Krise eine strikte Sparpolitik empfiehlt. Ganz zu schweigen von der Aussichtslosigkeit, mit einer Austeritätspolitik noch irgendeine Wahl zu gewinnen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und erfolgreiche Geschäfte.